Tütchen, wo eben Bakterien drinnen sind, was der Autoklav abtöten muss, damit das Ganze eben steril ist. Steril heißt ja alle Bakterien, Pilze, Viren. Gut, nochmal. Freunde der Füße, heute ein Video aus dem Hygieneraum. Was machen wir heute im Hygieneraum? Wir überprüfen unseren Autoklaven, denn der Autoklaven muss ungefähr alle halbe Jahr mit dem Sporenpäckchen, dem Bioindikatorpäckchen, überprüft werden. Ob er denn wirklich alles sterilisiert, was in der Kammer drinnen ist und damit das Ganze auch keimfrei ist. Ich habe ein Labor, das was mich ungefähr jedes halbe Jahr daran erinnert, dass ich diese Sporenpäckchen bestelle und die ganze Überprüfung mache. Wir machen jetzt die ganze Überprüfung gemeinsam. Zu den Bioindikatoren gibt es ein schönes Formular auszufüllen. Da steht drauf, welchen Autoklav ich habe, wie groß er ist, wie viele Sporenpäckchen es gibt. Dann haben wir hier die Proben, also die Bioindikator. Eines ist mit X markiert. Dieses X bezeichnet die Probe, die nicht in den Autoklaven rein darf. Alle anderen Bioindikatoren werden jetzt von mir beschriftet und in den Autoklaven reingelegt. Natürlich muss ich auf dem Formular ausfüllen, an welcher Position sie liegen. Hier haben wir ein Tablett aus dem Autoklaven bestückt mit 4 Zangen. Wer sagt mir denn, wie ich das am besten reinlegen soll in den Autoklaven, also in diese Tablets? Das sagt mir der Hersteller der Folien oder der Hersteller des Autoklaven. Im besten Fall sagen beide dasselbe. Also meine Meinung ist, es ist eigentlich egal, wie ich die Folien reinlege, da der Dampf ja von hinten eingeblasen wird und in der ganzen Kammer sich verteilt und die Tabletts ja auch Löcher haben. Somit geht da auch der Dampf und die Hitze alles durch. Deswegen ist es meiner Meinung nach egal, wie ihr die Folien einlegt. Jetzt wird jedes Tablett einzeln bestückt mit dem Indikator und in den Autoklaven reingelegt. Natürlich müsst ihr auch darauf achten, in welcher Reihenfolge ihr die Tabletts beschriftet. Ich habe zum Beispiel rechts oben, oberhalb, dort wo ich das eintrage, einen Pfeil von unten nach oben gemacht. Das heißt, meine Tabletts werden von unten mit 1 und oben endend mit 5 nummeriert. Die Bioindikatoren müssen immer mit einer gefüllten Charge gemacht werden. Denn wenn ihr keine Instrumente in die Chargen reinmacht, ist quasi das Ergebnis der Bioindikatoren ungültig. Denn dieser Bioindikator soll ja die Funktion während des Betriebes überprüfen und nicht, wenn der Autoklav leer ist. Das Bakterium, das für diesen Indikator verwendet wird, ist Bacillus steratothermophilus. Es ist ein gram-positives Bakterium, ein sogenannter Sporenbildner. Dieses Bakterium ist resistent gegenüber 70%igen Alkohol und auch jeglicher Desinfektion damit. Das heißt, das Bakterium überlebt das Ganze locker. Dieses Bakterium ist resistent gegenüber vielen Umwelteinflüssen und es ist auch sehr hitzestabil. Deswegen wird es sehr gerne als Testkeim benutzt zur biologischen Kontrolle von Sterilisationsgeräten. Denn so wird sichergestellt, dass dieses hitzestabile Bakterium abgetötet wird. Begriffserklärung Charge. Das heißt in unserem Fall, alle Instrumente, die mit einer Autoklavenfüllung den Sterilisationsprozess durchgemacht haben, ist eine Charge. Und die ganzen Instrumente, die in dieser Charge waren, haben auch alle dieselbe Chargennummer. Denn diese Nummer dient dann später zur Rückverfolgung, sollte die Charge oder sollte der Autoklav während der Sterilisation irgendein Problem haben, muss man die komplette Charge verwerfen. Das heißt, man muss die Instrumente dann wieder alle auspacken und wieder neu einschweißen und den ganzen Sterilisationsprozess wiederholen. Unser Autoklav ist nun fertig und jetzt machen wir natürlich mal auf und werden die ganze Charge jetzt rausmachen, damit wir zu unseren Bioindikatoren wieder kommen.
Jetzt haben wir die ganzen Bioindikatoren rausgemacht aus dem Sterilgut. Und ihr seht hier die Negativkontrolle, das heißt derjenige, der war nicht mit dem Autoklav. Und die anderen haben da alle so braune Punkte bekommen. Diese braunen Punkte sind der Farbumschlag, was jedes Sterilgut bekommt, sobald es im Autoklaven war. Das heißt, die Folie ist da imprägniert und hat hier die Punkte, die sich verfärben bei Hitze. Somit ist das Ganze gut kontrolliert. Man weiß immer, was war schon drin und was war nicht drin. Die ganzen Spornpäckchen kommen dann in die kleine Tüte rein, die dabei war. Und das Ganze geht zurück ins Labor. In einigen Wochen kriege ich dann das Ergebnis mitgeteilt und im besten Fall ist es so, dass alles negativ ist, das heißt, dass kein Wachstum vorhanden war, außer auf der Probe, die nicht im Autoklaven war. Ja, somit war es das Ganze mit der Überprüfung des Autoklaven mit dem Bioindikator. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mal einen Daumen nach oben hier. Abonnieren nicht vergessen. Klickt auch auf die Glocke, damit dass ihr kein neues Video mehr verpasst. Ich wünsche euch schönes Hygienemanagement. Bis zum nächsten Mal. Eure Podologin Andrea. Tschüss.